Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 4. Wir machen jetzt das Finale gegen Zheng Zhao und beenden den Aufstand der gelben Turbane. Ein für alle Mal. Sun Jians Truppen vereiteln die geplanten Angriffe der gelben Turbane und erobern deren Festung. Nach diesen Siegen wird Sun Jian als eine der Schlüsselfiguren innerhalb der kaiserlichen Armee betrachtet. In einem letzten Versuch, Widerstand zu leisten, sammelt der zum Rückzug gezwungene Zheng Zhao seine Truppen um sich. Wird der Aufstand der gelben Turbane niedergeschlagen? Wird der Name der Familie Sun im ganzen Land bekannt werden? Alles hängt von dieser einen Schlacht ab. Aufstand der gelben Turbane, Han vs. Turban. Bezwinge Zheng Zhao, den Führer der gelben Turbane, und beende den Aufstand. Let's do this. Diesmal will ich ihn auch besiegen. Das ist ja das letzte Mal geflogen, wo wir es gespielt hatten. Diesmal wird alles anders sein. Komm, nehmen wir Zhou Yu. Oder? Zhou Yu? Ja, klar. Wo ist er denn? Da. Natürlich ganz am Anfang. Das ist halt geordnet, ne? Die vier Offiziere waren halt auch die ersten Charaktere, die es jemals gegeben hat. Alle in Dynasty Warriors 1 spielbar. Sun Shengxiang nur mit Cheatcodes und hatte dann auch tatsächlich das Moveset von Zhou Yu. Aber hey, auch sie war spielbar in Dynasty Warriors 1. Dynasty Warriors 2 kam dann die Charaktere neu bis Ganning, dann kam Huangai, Sun Tzu und Chiaos und jetzt ist Zhou Tai neu. Wie in Super Smash Bros. Ultimate halt, geordnet nach Erscheinungsdatum. Ganz einfache Kiste. Also wenn ich nochmal irgendwie einen Charakter suche, dann kann ich mir das jetzt merken. So ist es halt geordnet. Zhou Yu, du bist unser Mann. Oh ja, ich liebe das Outfit in weiß. Rot-weiß, das sieht super aus. Das hat aber auch was. Okay, der Arsch, der passt immer gar nicht. Sieht null aus wie Zhou Yu dann. Dynasty Warriors 3 Outfit. Muss ich sagen, finde ich nicht so gut wie BB4 Outfits. Oh, aber das hat ein bisschen was. Naja, wir nehmen erstmal das Standard Outfit, I guess. Es ist Hei Jin auch selbst gekommen, ne? Nachkommenschwert! Schildkundenamulett raufgeflügt, Schiefel, Sternschärfe, Elixier geil. Also halt gut. Schildkrötenamulett brauche ich nicht und Elixier brauche ich nicht. Okay, I remember that. Roger that. Zahl passt mehr zu ihm. Feuerkugel passt sehr gut zu ihm. Drachenamulett sagt. Schildkrötenamulett brauche ich nicht. Tempelschmuckrolle passt sehr gut zu ihm. Ja. So, nach Alternativen. Windpermanent auf jeden Fall sehr geil mit ihm. Noch bessere Reichweite. Kurze Frage, was nehmen wir? Wirkung vom Spezialgegenstand wird verstärkt, könnte man nehmen. Kräuterarznei nehme ich. Wegen einen ganz bestimmten Move. Ja. Passt schon, damit bin ich sehr zufrieden. Mit dem Move, den er auch schon in Dynasty Warriors 1 und Dynasty Warriors 2 konnte. Typischen Combo-Move. Das ist in Dynasty Warriors 2 der Finisher. Special Finisher. Damit greifst du dreimal hintereinander an und wenn Kräuterzahl drauf ist, dreimal hintereinander mehr Damage. I like it. Bezwinge Zheng Zhao. Hei Jin darf nicht sterben. Alles klar. Schauen wir uns mal an, mit wem irgendwas überhaupt zu tun haben. Guck. Zheng Bao, den wir im letzten Part vernichtet hatten, ist jetzt nicht da. In der Shoe Story ist er geflohen. Dann war er hier. Aber jetzt fehlt er. Somit müsste es jetzt noch leichter sein als in der Shoe Story. Ohnehin schon. Bei den Gegnern haben wir Zheng Zhao mit Zhou Zhang als Unteroffizier. Zheng Man Sheng. Wie ist wieder da. Ja. Der typische gelbe Turbane. Haufen halt. Zhang Yi und Zhao Ren, was machen die hier? Tai Chi Si. Was ist das hier? Pang Tong. Junge. Was ist das für ein Aufstand? Der gelbe Turban. So deplatzierte Offiziere, aber es ist auch mal wieder lustig irgendwie, ne? Lasst eurer Wut freien Lauf, meine Kinder!
Lasst eurer Wut gegen den Hahn freien Lauf. Bringt uns das Zeitalter der gelben Turbane. Wie oft willst du das noch sagen mit der Wut und dem freien Lauf? Dass sein Hund auch immer freien Lauf oder was? Als er Hund hatte. Diesen Angriff meine ich. Mega geil mit Kräuterarznei. Kräuterarznei und Windpergament. Tschüss, Junge, jetzt wird aufgeräumt. Richtig insane. Die Rache ist unser. Nun räche ich mich. Ein bisschen was von mir. Ihr sammelt sie an der Stelle. Oh ja, die Schockwelle hat immer drauf. Oh ja. Mm. Der gute alte Joey. Sein guter alter Usset. War richtig von dem zu spielen. Bin gerade verliebt. In seinem Usset. Das ist echt wunderbar, Mann. Hoch mit dir, du Pfeife. Na, guck, der hat immer diese Multi-Hit-Kombo-Moves. Kräuterarznei ist wirklich sehr empfehlenswert mit ihm. Du bist Kräuterarznei aus. Beste Spezialgegenstand für Joey. Auch Windpergament. Also habe ich schon definitiv gute Adjustments gemacht. Zack! Und boom, peng! Was sagt der? Bereite dich vor! Okay. Komplette Kriegsgott. Ausrüstung liegt hier einfach so rum. Diese Musik, ey. Hi, Yuan Shao. Echte Yuan Shao ist gefährlicher. Aber es ist nur Pai Yuan Shao. Ist Yuan Shao? Ist Yuan Shao? Ach nee, es ist nur Pai Yuan Shao. Pai Yuan Shao, Pai Yuan Shao, ich kann's nicht mehr hören. Hier ist ein Tor mit Janzeng als Torwächter. Dann komm mal her, du Pfeifenreiniger. Feindlich Offizier besiegt. Sieht aus wie der So-Move, ne? Oh ja. Ich könnte sagen, das sind Feuerpfeile mit dem Feuerattribut, mit der Feuerkugel drauf. Ja, brennt in der Hölle. Oh, Feuer ist auch so gut, wenn man den Gegner den Kombos so lange festhält, dann wirkt das Feuer länger. Ah ja. Doyu ist vom Gameplay her einer meiner Lieblingscharaktere. Der alten Night War Style. Fühlt sich einfach mega smooth an. Super Combo-oriented, ich mag sowas. Wir haben ja auch mit ihm Dice Wars 2 gespielt. Dice Wars 2, gab da in dem Spiel halt nicht so viel Kombos. Ja, er war einer der richtig krasse Kombo-Chars. Habe ich gefeiert. Tschu, tschu, tschu. Let's go, let's go. Genau, folgt meinem Beispiel. Zum Beispiel zum Bleistift. Okay. Die Bäume haben auch schon mal bessere Tage gesehen. Lass den Kopf nicht so hängen, ihr Bäume. Tree Hunter. I see trees and freeze and force. Ein Random Ader ist heute wieder sehr ausgeprägt. Ihr merkt es schon. Oh, macht das Fun. Unglaublich. Spaßfaktor over 9000 gerade. Mit Zhou. Ah, da sind die Wait rum. Ding die Move habe ich euch noch nicht gezeigt. Oh, scheiße. Aber wieder so ein Move halt. Ich mag diese Move meistens nicht. Ah, den habe ich euch noch nicht gezeigt. Der ist actually in Ordnung. Das ist so ein Kung-Fu. Joyu tatsächlich hat auch ein Kung-Fu-Schwert, ne? Damals habe ich koreanischen Schwertkampf gemacht. Und vor uns waren immer Kung-Fu-Leute. Und die den schwarzen Gürtel schon Kung-Fu hatten, durften dann auch Schwertkampf machen im Kung-Fu. Und das Kung-Fu-Schwert sah genauso aus. Und lustigerweise gab es ein paar Bewegungsformen im Kung Fu, die genauso aussahen wie diese Kombo von Joey. Also wirklich ein komplett Kung Fu-oriented Move. Ich glaube auch, dass sich Koi so ein bisschen an Kampfstilen orientiert hat, die auch wirklich ja, praktiziert wurden oder werden im Leben. Hat dann so auch ein bisschen realistisch die Movesets designt. Es gilt jetzt nicht auf
für jeden Charakter, ne? Sind wir hier zum Beispiel irgendwelche Laserstrahlen verschießt und mit Fächer angreift, ist natürlich theoretisch Quatsch. Aber zum Beispiel Zhao Yu wirkt halt sehr realistisch designt. Was nur ist. Und ein weiteres Beispiel dafür ist, dass er ein Kung-Fu-Meister ist, dass er in Dynasty Warriors 6 und auch in heutigen Dynasty Warriors Teil diesen Stab verwendet. In Kung-Fu gibt es nicht nur Schwertformen, sondern auch Stabformen. Das ist ein typischer Kung-Fu-Stab. Ja, da benutzt er halt diese Kung-Fu-Moves. Also er ist ein Kung-Fu-Dude, kann man so sagen. Die Flammen meines Zornes! Ich möchte meine Kinder und Brüder rächen. Liquid Snake. Ja, wo sind die Flammen deines Zornes? Ich sehe ja gar keine Flammen. Das ist ein Bug. Oh, wo sind die? Ich sehe keine, Mann. Ganz schön viele Dudes. Das ist der letzte. Sehr gut. Damit treffen wir uns bei Zheng Jia. Stirb! Hang sie an! Läuft! Die Wutruppen sind auch schon weit vorgerückt. Oh, da rollen die Steine. Rolling Stones. Yikes. Das ist uncool. Die Steine mal ein bisschen chillen. Die mal ein bisschen durchbleiben. Aber die sehe ich gerade nicht, wo die sind, ne? Takeshis Castle, mit den ganzen rollenden Steinen hier. Okay. Die explodieren komischerweise auch. Oh mein Gott. Hier müssen wir aufpassen, weil die können auch in mir spawnen. Ja, so asozial ist das. Kann tatsächlich passieren. Und Kung Fu. Junge, das sieht so stylisch aus. Aber to be honest, dieser Move ist besser. Stun natürlich den Gegner nicht. Muss ja auch die Kombo nicht so lang machen. Jeder wie er will. Diesmal nehme ich nicht alle Tore ein. Weil sonst fliegt auch wieder der Zheng Jiao. Der kennt das ja. Der Bodenwischer, ey. Zielwasser hat aber nicht getrunken, ne, der Zhao Yu. Yeah, die Dash-Tag, auch Multi-Hits. Das ist so geil, der hat halt nur Multi-Hit-Moves. Nochmal Dash-Tag. Oh, das Auto, ey. Habt ihr das gesehen? Was soll ich davon halten? Nicht viel. Kniet nieder! Oh nein, Bogenschützen. Man kann das nicht mal blocken, Alter. Du bist zu weit gegangen? Wieso? Hab ich eine Grenze überschritten oder was? Was willst du mir damit sagen, ne? Komm. Es ist Zeit, würde Sun Jian sagen. So, Zheng Jiao. Sprich dein letztes Gebet. Du kannst deinen Himmel ja nochmal anbeten. Es ist gleich vorbei, er hat dich im Stich gelassen. Mein Geist wird im Himmelsreich weiterleben. Sehr, sehr gut. Das war der Aufstand der gelben Turbane. Easy Version. Denn Zheng Bao und Zheng Liang waren nicht mehr da. Puh, wunderbar. Deswegen ist oben rechts auch nichts passiert. Normalerweise gibt es da, glaube ich, Feuerangriffe oder Bomben oder irgendwas Böses. Weil Zheng Liang nicht mehr da war. Kein Problem. Alright. Wunderschön. Wu-Arc 2 ist natürlich wieder der Dongzhu-Arc. Fangen wir im nächsten Part mit an.
Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.